Menschen wussten schon vor Tausenden von Jahren um die Vielfältigkeit und den Wert der Hanfpflanze, welche als Heil- und Nutzpflanze geschätzt wurde. Auch in Österreich lässt sich die mittelalterliche Verankerung von Hanf nachvollziehen. Zahlreiche Namensgebungen weisen auf den Anbau von Hanf hin, wie zum Beispiel das Hanftal. Die Anbauflächen nahmen zur Zeit des Zweiten Weltkriegs zu und sorgten dafür, dass auch eine Hanfverarbeitungsindustrie entstehen konnte. Nach dem Krieg sorgten die wirtschaftlichen Interessen der Alliierten für eine Zerstörung der Hanfindustrie, damit Baumwolle Einzug erhalten konnte. Ab dem Jahre 1969 wurde Nutzhanf nicht mehr in Statistiken erwähnt, da er in Europa nicht mehr angebaut werden durfte. Erst durch den EU-Beitritt 1995 wurde Cannabis sativa in Österreich wieder angebaut. Die Hanfanbauflächen im ersten Anbaujahr 1995 betrugen in Österreich bereits 161 Hektar geförderte Fläche und 2006 bereits 562 Hektar. In den Jahren danach gab es wieder einen starken Abfall. Aktuell sind die Anbauflächen allerdings wieder im Wachsen. Bisher wurden weit über 100 verschiedene Cannabinoide in der Hanfpflanze identifiziert. Das große Spektrum der zahlreichen Wirkstoffe wird aktuell von vielen wissenschaftlichen Instituten und Industriezweigen sehr intensiv beforscht. Am bekanntesten sind dabei die Wirkstoffe THC, CBD, CBG und CBC. THC und CBD sind die zwei am häufigsten vorkommenden Cannabinoide, die aufgrund ihrer breiten Wirkspektren und Anwendungsgebieten wirtschaftlich genutzt werden. THC wird als psychoaktive Substanz eingestuft. CBD wiederum besitzt die Eigenschaft, unerwünschte Nebenwirkungen wie beispielsweise einen High-Zustand zu verringern oder zu neutralisieren. Das bei THC am häufigsten auftretende Symptom ist unter anderem Euphorie, Entspannung, Müdigkeit. Sie zeigen aber auch eine appetitanregende Wirkung. THC verfügt über eine schmerzlindernde Wirkung und wird daher verstärkt in der Schmerztherapie eingesetzt und beforscht. CBD hingegen wird aufgrund seiner neutralen Eigenschaften und vielfältigen Einsatzmöglichkeiten zur Linderung von vielen Symptomen eingesetzt. Hallo, ich bin der Mario, ich bin 53 Jahre alt und arbeite seit über 15 Jahren aktivistisch und journalistisch in der Hanfbranche. Zudem bin ich aus gesundheitlichen Gründen selbst seit ein paar Jahren Cannabispatient und beziehe mein Cannabis aus der Apotheke. Aber um Rauschmittel oder Medizin geht es hier nicht, sondern um Bauern, um Menschen, Familien und ihre Träume. Warum mache ich eigentlich diese Dokumentation? Noch immer ist unsere Gesellschaft durch falsche Propaganda nicht gut aufgeklärt, was das Thema Cannabis betrifft. Plötzlich hört man überall CBD, THC. Ist das gut? Ist das schlecht? Wie geht es den Menschen damit, die es gerne anbauen und vermarkten möchten? Wie geht unsere Regierung damit um und wie gefährlich ist es, in Österreich Hanfbauer zu sein? Als erstes besuchen wir Anna und Patrick von Pranabis, welche ein landwirtschaftliches Familienunternehmen aufgebaut haben. Der Patrick ist neben mir und die Anna. Hallo, grüß dich. Und ich darf mit euch hier durch dieses wunderschöne Hanffeld marschieren. Freut es, dass du hier bist. Sagt man so, ich werde jetzt Hanfbauer oder kriegt man das von seinem Opa so mit? Oder wie funktioniert das? Ja, mein Opa habe ich es nicht mitbekommen, gell? Aber ich denke mir mal, die Leidenschaft zum Hanf war immer schon da. Und dann war dieses Projekt ja auch in der letzten Zeit naheliegend, würde ich mal sagen. Also eher wegen der Zeit, weil du sagst, jetzt ist die Zeit für Hanf? Genau, es ist nicht nur die Zeit für Hanf, es ist auch die Leidenschaft da und auch das Team ist vorhanden. Auch der Bauernhof ist bereits vorhanden. Wir mussten ja eigentlich nur noch reagieren. Gell? War schon was anderes angebaut hier oder direkt abzugesagt? Nein, also wir haben hier eigentlich nur Gemüse und Kartoffeln angebaut. Okay. Ja. Wie lange macht ihr das jetzt hier schon? Also wir bauen jetzt das zweite Jahr. Wir wollten vor 3 Jahren schon mal anbauen. Da gab es aber eine Präzision von damals von der Randy Wagner, wo wir dann gesagt haben, wir halten noch die Füße still. Die wurde dann im Oktober quasi positiv. Der Ausgang ging positiv. Kennst dich, glaube ich, hier aus, ein bisschen. Und dann haben wir gesagt, okay, starten wir. Selektionen sind da. Also Sorten haben wir insgesamt 4 Stück, wobei wir für eine Sorte 3 unterschiedliche Phänotypen haben. Das heißt, wir haben nur Nutzhanfsorten. Wir haben heuer die Fedora gehabt, die ist bereits abgeerntet, weil sie frühblühend ist. Wir haben Carmagnola, Carmagnola selezionata, Tivas Zalasi, ja, und 3 Carmagnola selezionata. Der lateinische Begriff hier. Ja, die Nutzhanf. Also das sind die Sortennamen. Genau, das sind die Nutzhanfsortennamen, okay, die wir quasi ausselektieren, wo wir die besten Weibchen dann hernehmen.
Aber jede Sorte wird nur einmal pro Jahr geerntet, oder? Gibt's ja, auch genau. Wir ziehen das im Gewächshaus auf, machen das alles im Frühling und dann setzt man die alle per Hand raus. Genau. Okay. Das heißt, ihr habt die auch praktisch selbst selektiert, bevor die rauskommen. Genau. Das finde ich auch das Schöne am Bauernsein, glaube ich, dass man da noch, oder hat man überhaupt freie Hand? Fühlst du dich frei? Total, total. Ich arbeite eigentlich 24/7, 24 ist übertrieben, aber 7 stimmt, gell? Fühle mich trotzdem frei, ich fühle mich wie im Urlaub, gell? Es gibt keinen schöneren Beruf, wir lieben das gerade alle ja. Total. Wirklich, ja. Und da gehört auch Leidenschaft dazu, glaube ich, sonst wird es harte Arbeit. Und was super ist, wir können auch alle zusammenarbeiten. Also wir sind ein Familienbusiness und wir freuen uns jeden Tag, dass wir uns sehen und das ist einfach cool. Ja? Mhm. Es ist kein schlimmer Druck, in die Arbeit zu gehen. Ja, so. Gar nicht. Gell? Gutes Team. Genau. Du, die Leute sehen das vielleicht nicht. Wir stehen hier unter einem Netz. Mhm. Und viele fragen sich vielleicht, wofür sind diese Netze? Sind die für Vögel? Sind die für Unwetter? Sind die für Regen sind sie wahrscheinlich nicht, ne? Nee, für Regen sind sie eigentlich nicht. Hauptsächlich sind sie für Hagel. Das heißt ein Hagelschutz, genau. Das ist ein Hagelschutz. Der Plan ist auch, die ganzen Felder nächstes Jahr einzunetzen, rund um Atom auch zu schließen, gell, mit diesem Hagelnetz, wo wir dann auch Nützlinge einsetzen können, die uns nicht abwandern und ein bisschen okay. Windschutz geben. Gell, weil wir haben da wirklich eine sehr stürmische Region und da müssen wir natürlich schon schauen, dass die Pflanzen noch aufrecht bleiben. Vor allem, wenn die dann mal so auf die 2,5-3 Meter gehen. Gell. Ja, und hinter uns seht ihr die wunderschönen Berge. Und ich frage mich immer, hier liegt doch viel eher Schnee, oder ist das hier nicht in den Bergen viel, viel komplizierter auch anzubauen als irgendwie im Flachland? Definitiv. Von Wind und Wetter gesehen und von der Kälte hat das natürlich eine andere Herausforderung wie jetzt auf 600 Meter tiefer, gell, im Flachland. Aber es hat natürlich auch Vorteile. Gell? Durch diesen ständigen Wind haben wir natürlich viel Arbeit mit der Aufrichtung. Dafür haben die Pflanzen immer gut Luft, was natürlich bei diesem Grauschimmelpilz sehr förderlich wirkt. Gell? Werden die dadurch auch stabiler durch ja. das Wetter? Ja, wobei wir müssen sie trotzdem stützen. Gell? Das sind diese Spaliere, die du siehst. Ohne okay. die legen uns die auch wirklich am Boden. Gell? Okay. Wir haben auch schon gesehen, ein paar gestern. Wir haben übrigens jetzt den 23. September. Die Doku wird ja etwas später ausgestrahlt. Und ihr habt aber jetzt trotzdem schon Ende September eigentlich 20% schon geerntet, oder? Ja, aber wir haben jetzt an die letzten Tage erst angefangen. 20%, ich glaube noch nicht ganz, okay. aber wir beeilen uns, ja. Sie sind jetzt am Reif. Es wird Müsst Zeit, ihr euch schon dass beeilen, sie rauskommen. Oder? Ja, ich glaube, wir sind gut in der Zeit, aber es wird Zeit, ja. Wir haben natürlich auch Sorten, die länger brauchen. Gell? Wir haben jetzt eine Sorte, die ist wirklich schon reif, die eine folgt gleich drauf. Von der haben wir wirklich am meisten angebaut. Da müssen wir jetzt mal dahin brettern. Gell? Und dann haben wir wieder ein bisschen Luft, weil die anderen Sorten ja wirklich dann noch wahrscheinlich bis Anfang Oktober. Ja, 10. Oktober rein. Also es geht da nicht nach Zeit, sondern es geht eher nach Sorte, wo du sagst, die Sorte genau. muss dann und dann geerntet werden. Wo ich dann bestimme, wann die reif ist, wann ich also nicht so, dass du durchs Feld gehst und sagst, hier, die ist reif, die muss geerntet werden. Nee, also wir machen dann wirklich die Sorten durch. Gell? Okay. Ja, komplett. Die sind dann auch relativ gleich. Ich habe gehört, ihr arbeitet oder bei Hanf wird nicht mit Pestiziden oder wenig mit Pestiziden gearbeitet. Oder wie ist das überhaupt? Ihr werdet jetzt ein Biohof? Ihr werdet oder ihr lasst euch jetzt freiwillig kontrollieren? Genau. Wir haben uns bei der Bios Austria angemeldet, um uns freiwillig kontrollieren zu lassen. Das heißt, wir sind jetzt ein Bio-Umstellungsbetrieb. Mit dieser Kontrolle, die dann jetzt über 2 Jahre sich zieht, ja, beweisen wir, dass wir biologisch arbeiten. Und dann bekommen wir schlussendlich auch das Bio-Siegel für unsere Produkte und sind ein eingetragener Bio-Landwirt. Das ist natürlich eine tolle Sache, für uns eine Herzenssache. Ich möchte nicht mit Gift arbeiten und von dem her ist Bio einfach die einzige Möglichkeit für uns gewesen. Ja. Und kontrollieren lassen wir uns einfach deshalb, damit wir dieses Siegel kriegen und damit uns das da jeder, dass jeder weiß, ist eine Herzenssache. Bienen. Es gibt ja immer weniger Bienen. Gibt es bei euch hier Bienen oder wäre das für dich interessant, Bienen mit Hanf zu koppeln? Ja, diese Idee ist bereits da. Gell? Wir haben diese Idee. Und zwar mein Schwager möchte sich da reinarbeiten. Wir haben auch einen Imker, der ihn unterstützt. Und der hatte auch schon eine ganz gute Idee, die ich jetzt natürlich nicht verraten werde, wie du es schaffst, dass diese Bienen auf die Harze gehen, weil das ja auch kein Pollen ist. Gell? Genau. Da werden wir höchstwahrscheinlich nächstes Jahr mal ein Testfeld starten mit diesen Bienen. Und ja, mal schauen. Dann kommen wir da nochmal vorbei. Da kommt gerne mal vorbei. Dann schaut man mal, was da rauskommt. Ja? Ja, super. Ich würde sagen, dann schauen wir jetzt noch mal in diese Weiterverarbeitungshalle, sehr gerne. Wo dann eigentlich die Sachen geschnitten werden bzw. weiterverarbeitet werden. Und die lieben Damen, hier ist das euer Lieblingsjob? Kann man das hier als Traumjob so bezeichnen, was ihr so macht? Also ihr macht ja hier jetzt sozusagen den Feinschnitt, ne? Oder zu euch kommen die noch nassen Pflanzen, ja? Also das ist hier absolut pure Handarbeit, ne? Genau. Wir bereiten das für die obere Station dann vor.
und ja, schneiden da so die Parts ein bisschen weg, damit die dann oben gleich weiter schneller arbeiten können. Ist das eine sehr anstrengende Arbeit so mit Pflanzen eigentlich? Anstrengend jetzt eigentlich nicht. Eher beruhigend, entspannend. Also ich mache es eigentlich sehr gerne. Okay, ja. Schön. Darf ich fragen, wird man ja auch gut bezahlt? Super bezahlt. Super bezahlt. So, hier haben wir also ein Gerät, Leute, das habe ich so noch gar nicht gesehen. Das ist, erklär du mir das bitte, Patrick. Also ich würde es einen Entbutter nennen. Das haben wir uns von einem Bekannten in der Ortschaft bauen lassen, recht günstig. Und dadurch, dass wir viel Ernte haben, können wir nicht alles per Hand schneiden. Das heißt, wir haben manchmal auch kleinere Blüten wie die hier, die wir für Maserate verwenden, um die nicht mit der Hand also zu schneiden. Also nicht die Headbuds, sondern die Nebenbuds? Genau, die Headbuds werden unten schon vorgeteilt. Auch von mir hier nochmal kontrolliert, größere Blüten per Hand geschnitten. Und so Sachen können wir quasi da reingeben. Und ja, haut die dann quasi durch. Also manchmal steckt er, für normal schießt er den Stängel nur so durch. Und dann hat man hier diese Blüten. Und die werden jetzt praktisch wieder in diesem Band fein geschnitten, ne? Genau, die werden da wieder getrimmt und hinten am Laufband, am Fließband dann quasi wieder rausselektiert. Und hier geht es jetzt praktisch zur Feintrimmung, ne? Genau. Da haben wir wieder die Anna. Du arbeitest, also ihr arbeitet jetzt hier zu zweit an dieser Maschine, das heißt, er schmeißt die Dinger vorne rein und ihr müsst nochmal gucken, dass da keine faulen Eier bei sind, oder? Genau, wir kontrollieren das nochmal, ob vielleicht einer mitkommen ist, der was Schimmel hat oder ein längeres Blatt noch raussteht oder von den Segelblättern unten die Sachen wegzupfen und so Kleinigkeiten, genau, das kontrollieren wir dann noch nach. Oder die kleinen Blüten geben wir raus, da machen wir Maserat raus. Genau. Also es ist doch die Endkontrolle. Doch, obwohl viele Maschinen da sind, doch noch immer Handarbeit. Also auch, ist ne? hauptsächlich Handarbeit. Was aber auch gut ist, oder? Ja, total. Wir machen es total gern alle, gell? Schön. Und danach kommen die dann wieder, also dann sieht das hier, genau. Das, mal hier reinschauen. Also wir haben da eben unsere Maseratblüten, das sind die kleineren. Ja, danach sieht es dann so aus. Genau. Also, na, gibt's viele so Raupen eigentlich bei der Ernte? Nee, ne? Ja, doch. Also wir haben ein paar Raupen. Ja? Das sind ein bisschen unsere Feinde. Aber es geht. Wir sortieren sie aus. Und das sind, was da reinpasst, das sind unsere A-Blüten. Das heißt, die verkaufen wir dann als Blüten. Ah, okay. Und dann kommen die jetzt wieder in große Schachteln, wo die praktisch getrocknet werden. Ja? Da hat eben mein Schwiegerpapa und mein Bruder, die haben da ganz ein cooles Trocknungssystem gebaut. Ja. Und zwar sind das unsere Anzuchttische, wenn ihr da her schaut. Okay. Das heißt, wir haben die Pflanzen, die was wir jetzt draußen haben, alle da angezogen, ja, vermehrt. Und jetzt dann haben wir das Holz weggetan, Netze okay draufgeben und jetzt sind es unsere Trocknungstische. Ah, okay. Dann will ich euch nicht länger bei der Arbeit stören. Ja, aber schön, dass ihr da wart, aber wir müssen weitermachen. Ciao. Auf zu Canafleur, wo wir Luca und Dave treffen möchten. Sie sind ein junges, dynamisches Duo aus Kärnten, die noch viel vorhaben. Wie kommt man eigentlich dazu oder warum entscheidet man sich eigentlich, Hanfbauer zu werden? Ja, mein Dad, der ist eben mähdrescher Fahrer und der fährt für andere Bauer mit Mähdrescher und drescht halt auch Hanffelder. Ja? Und da ist es halt so passiert, dass er am Ende vom Sommer halt den Mähdrescher ausgeputzt hat und da sind halt Samen da hinten rausgefallen. Und nächsten Jahr ist dann halt einmal eine Hanfpflanze dort rausgewachsen. Okay. Ja. Und ich mit meinen 17 Jahren habe halt das erste Mal so dann die Hanfpflanze gesehen und bin dann sofort rüber gerannt zu meinem Dad und zu meiner Mom und habe halt gesagt, ja, die will jetzt irgendwo hinsetzen. Und dann haben wir die Pflanzen ausgegraben und bei uns in den Garten reingetan. Ja. Und ja, so ist das dann eigentlich alles entstanden. Das ist dann so, weiß ich nicht, so 2 Meter hohe Pflanze geworden. Ganz eine dürre, wirkliche Hanfgenetik, noch so richtig urige war das. Ja. Und ja, da sind wir dann halt drauf gekommen, gut, das war jetzt so eher so eine Zwitterpflanze, weil da waren halt viele Samen auch noch dabei. Und ihr seid jetzt dabei, Hanfbauern praktisch, oder wie würdet euch Hanfbauern nennen, seit letztes Jahr oder wie lange? Nee, wir machen das jetzt eigentlich schon das dritte Jahr. Das okay ist die dritte Ernte heuer, ja. Pilotprojekt hat vor 3 Jahren angefangen, da haben wir eigentlich nur 40 Pflanzen draußen gehabt. Mhm. Das hat auch ein paar Jahre gedauert, bis die Genetik eben stabil genug war, dass wir die raussetzen konnten, dass sie auch unter 0,3 dann bleibt. Und heuer haben wir 350 Pflanzen. Wir hatten letztes Jahr sogar 600, okay, sind jetzt aber wieder zurück, weil wir gemerkt haben, da geht eigentlich viel zu viel
wie soll ich sagen, du kannst dich bei weniger Pflanzen besser auf jede einzelne konzentrieren, ja, und kannst jeder mehr Liebe geben und die hat auch jeder einzelne Namen, da hat sie nicht. Mit Geburtsdatum und so. Ja, klar. Nee, aber wir waren ja auch schon auf anderen Feldern und ich muss sagen, ich dachte immer, ja gut, jetzt eigentlich reicht es auch, wenn wir ein Feld filmen, weil die sehen ja eh alle gleich aus, aber das ist gar nicht so. Also die anderen Felder sehen wirklich anders aus. Ja, eure Pflanzen, die sind richtig schön buschig, also auch anders, wie ich die jetzt auf anderen Feldern gesehen habe. Also für mich war es halt einfach wichtig, ihr wollt das eigentlich, ihr habt das extra so wie so eine Ausstellung eigentlich geplant, ja. Weil man, wenn man damit die Leute durchgeht und das sind jetzt wirklich 30 verschiedene Phänotypen, ja, und da geht man dann halt einfach gern durch und sagt, schau, riech einmal die Pflanze, schau dir einmal die Pflanze an. Ja, richtig mal. Und die ist halt zum Beispiel extremer Phäno-Purple-Typ. Purple-lastig, ja. Genau, sehr purple-lastig. Und dann haben wir auf der anderen Seite zum Beispiel da wieder haben wir eher was Fruchtigeres. Ja. Ja. Das sieht man, muss da mal riechen. Ja, also wir haben letztes Jahr hatten wir Erntemaschine für 500 Pflanzen, ja. Da haben wir das ausgeborgt, aber meiner Meinung nach geht da viel zu viel verloren, ja. Du lässt das da durch und natürlich durch die Rotation und das gehen dann sehr viele Trichome halt auch verloren. Mhm. Und deswegen machen wir das eigentlich jetzt alles nur mehr per Hand. Also, echt? Genau. Das ganze Feld mit einer Hand geschnitten. Oder kommen auch 10 Leute. Ja, also wir haben jetzt vor, den Sommer oder nach dem Sommer jetzt Hanfplastik aus unseren Stängeln zu machen. Echt? Ja. Wow. Genau. Das wird ein geniales Produkt. Das heißt, wir wollen Hanf in Hanf verpacken. Ne? Und das wäre dann halt das Optimale, weil du hast dann das Hanfplastik und wenn da halt keine Blüte mehr drin ist, dann kannst du das irgendwo hinhauen und das verrottet nach 3 Wochen. Ne? Das ist so das Nonplusultra für uns, was wir da erreichen wollen. Ich sag mal, da gehört eigentlich allen Hanfbauern, wie sagt man, ein Ökopreis verliehen eigentlich, wenn wir diese scheiß Plastik wegkriegen. Ja, das ist echt so. Also wir verpacken das ja seit jeher im Glas. Ja. Und auch, also wir verschicken das ja dann und dann ist da so Holzwolle drin und das Glas schaut ziemlich schön aus. Aber jetzt hat sich da Dave ziemlich investigativ hineingefuchst in die ganze Thematik mit dem Hanfplastik. Und jetzt werden auch Maschinen bestellt, um die ganzen Stängel zu vermahlen und dann mit einem speziellen Verfahren wird das dann flüssig und dann kann man das gießen. Wie sieht das überhaupt aus? Ich sehe euch jetzt hier, kleine Bauern, die sich hier, okay, da steckt ziemlich viel Manpower dahinter, aber wie sieht das aus? Wo kriegt ihr diese Investitionen her? Ihr müsst ja praktisch erstmal 1-2 Jahre vorarbeiten, bevor ihr solche Investitionen überhaupt machen könnt, oder? Genau, also bei uns ist eigentlich so, wir reinvestieren unser Einkommen eigentlich immer wieder, ja. Das heißt, wir verdienen was und dann sagen wir, okay, wir machen jetzt neue Verpackungen, wie das mit dem Hanfplastik oder wir haben uns jetzt vor kurzem ein Gewächshaus gebaut am Anfang vom Jahr und ja, so schauen wir halt, dass wir immer mehr unabhängiger werden, ja. Also wir wollen eigentlich immer nur unsere eigenen Einnahmen für das hernehmen und suchen uns keine großen Investoren für die Dinge an sich. Jetzt hast du mir erzählt, wie der Hanf eigentlich zu euch gefunden hat. Dein Vater hat einen Samen verloren, also der ist schuld. Ja, genau. Aber jetzt mal grundsätzlich, warum habt ihr euch, oder kannst du explizit sagen, warum ihr euch für Hanf entschieden habt, nicht für Mais, Erbsen oder irgendwas anderes? Ja, das war einfach so. Mein Dad hat zu mir gesagt, wir sollen was Profitables finden, weil als Bauer verdienst du eigentlich an nichts mehr wirklich was. Ja. Und da habe ich dann lang genug gesucht und irgendwie ist es selber zu mir gekommen. Bist du eigentlich mit dem Saatgut-EU-Katalog zufrieden oder würdest du dir da mehr Sorten wünschen? Ich würde mir definitiv mehr Sorten wünschen, aber was ich mir am meisten wünschen würde, wäre, wenn sie irgendwie mit dem Grenzwert höher gehen, weil es macht einen enormen Unterschied, ob du jetzt bis 0,3 grown darfst oder bis 0,6, 1%. Da liegen Welten dazwischen, was Terpene angeht und das so weiter. Das wäre eigentlich auch eine nächste Frage von mir gewesen. Wenn ihr das jetzt zu sagen hättet, CBD ist ja sowieso jetzt mal unbegrenzt. Du kannst ja sagen, meine Pflanze kann auch 50% CBD haben. Ja? Aber was wäre für dich gesundheitlich, wie auch immer, der beste Wert? Würdest du sagen, ich brauche 15% CBD und 5% THC? Also was wäre für euch das beste? Besten wäre einfach 1:1 Ratio. Das heißt, du hast gleich viel THC wie CBD. Ja? Okay. Weil das dann einfach viel ausgeglichen ist, weil teilweise diese THC-Sorten schon viel zu hoch gezüchtet sind und das dann gar nicht mal so gut fürs Gehirn ist. Ja? Mhm. Und deswegen sollte man auch immer ein bisschen CBD dazu tun. Ja? Und dass man das halt nicht machen braucht,
braucht man dann einfach Genetiken, die was ein 1 zu 1 Ratio haben. Weiß ich nicht, wenn sie 10% DHC, 10% CBD haben oder 15% CBD, 15% DHC. Sowas wäre eigentlich die beste medizinische Lösung auch, finde ich. Mhm. Ja. Finde ich auch. Also ich da ist alles drinnen. Kurz, was ich noch zu den CBD-Werten sagen möchte. Die sind ja auch gar nicht so ausschlaggebend, meiner Meinung. Was viel wichtiger ist, ist, wie stark ist noch das Terpenprofil ausgeprägt. Ja. Ja? Weil ich hatte Sorten, die habe ich getestet, die hatten 3-5% CBD, die waren aber outdoor-gegrowt, biologisch, geiles Terpenprofil. Die haben so viel stärker gewirkt als so eine Indoor 25% CBD-Sorte aus der Schweiz. Das ist, ich glaube, es liegt wirklich echt an den Terpenen, dass die sehr ausschlaggebend sind, wie das dann wirklich entouragemäßig. Und vor allem ist Outdoor halt noch einmal viel besser, meiner Meinung, weil du einfach das volle Sonnenlichtspektrum hast, ja, und nicht nur einen Teil davon. Und da können sich dann auch die Terpene am besten ausbilden. Das denke ich auch. Wie sieht das überhaupt aus mit Hanf biologisch? Gibt es wenig Feinde? Muss man wenig gegen Ungeziefer und so behandeln, den Hanf? Oder warum kann man sagen, kann man Hanf eher biologisch machen als andere Sachen? Ja, weil ja an sich die Hanfpflanze schon sehr stark riecht. Ja? Und wenn die halt so starke Terpene hat, wehrt das dann auch die Pflanze, also die Schädlinge ab. Mhm. Ja? Das heißt, wenn du eine gesunde Pflanze hast, dann kommen auch keine Schädlinge, weil die Pflanze gesund und vital ist. Ja? Wie sieht es bei euch aus? Sind die Behörden schon bei euch aufgelaufen? Habt ihr Drohungen gekriegt, Briefe? Die waren erfreulicherweise noch nicht bei uns. Die fliegen aber jeden Tag drüber mit dem Helikopter, was uns auch sehr verwundert. Aber anscheinend schauen sie nie nach unten. Okay. Ja, also so bei uns waren sie jetzt noch nicht. Aber natürlich haben wir alles angemeldet bei Polizei und den Behörden. Aber ja. Ihr habt aber doch schon die Razzien und die Übergriffe auf andere Shops und auch auf dieses Tabakgesetz oder wo die einen hinschieben wollen, mitbekommen. Ja? Wie fühlt man sich dabei? Also bei uns ist es so, dass wir generell probieren, alles so transparent wie möglich zu halten. Und deswegen haben wir eigentlich keine Angst vor der Polizei oder vor Behörden, weil die können jederzeit bei uns vorbeischauen und können die Blüten testen lassen. Bei uns ist das auch immer von Chemiker in Wien abgesegnet, dass das alles passt mit den 0,3% THC. Wie ist es jetzt überhaupt? Ihr als Bauern, ihr stellt ja ein Urprodukt her. Würdet ihr eigentlich gerne auch in diesem Bereich freier sein und würdet gerne sagen, wir würden auch CBD-Lebensmittel gerne herstellen und dieses und jenes? Was wären da eure Wünsche? Also definitiv, dass man da im Bereich Lebensmittel noch ein bisschen was macht, weil CBD oder generell Cannabinoide kannst du ja in allem reinbacken und kochen und verarbeiten. Kosmetik wäre auch interessant. Wir haben uns jetzt einmal spezialisiert eben auf die Blüten, auf die Aromablüten und auf die Öle. Aber vielleicht kommt da in Zukunft was. Also unser Standpunkt ist so, ja, wir scheißen uns nicht an und wir lassen uns auch nicht irgendwie da rumkommandieren. Weil was wir von seitens der Regierung sehen, ist, dass die handeln auch nur von einem Standpunkt aus, der kein Fundament hat. Diese ganze Novel Food Ding und diese ganzen willkürlichen Schreiben, die sie dann die ganzen Hanfbauern auslassen, das sind einfach nur Versuche. Leere Drohungen. Leere Drohungen, ja. Hey Jungs, ich danke euch, dass ihr so ehrlich wart und mir das mal vor der Kamera alles gesagt habt. Weil viele halten ja auch oder möchten darüber nicht reden. Und von daher danke für eure Offenheit. Jetzt wird es etwas spirituell. Denn ich fahre mit euch zu Robert, einem Hanfbauer, der mit Heilfrequenzen arbeitet. Ja, was man hier nicht alles findet im Wald. Hier zum Beispiel ein paar leckere Erdbeeren. Aber warum ich hier im Wald bin, ich möchte den Robert besuchen und bin hier beim Waldguru. Waldguru! Da ist er, der Robert! Hi! Die Waldfee! Hi, servus! Schön, dich kennenzulernen. Super, schön, dass du hergefunden hast zu mir, dein Wald. Hey, kannst du mir mal deine Pflanzen zeigen? Ja klar doch, komm mit. Geh mal. Ja, lieber Robert, warum entscheidet man sich, Hanfbauer zu werden in Österreich? Oder wie bist du darauf gekommen, Hanfbauer zu werden? Ja, also ich muss sagen, Hanf ist einfach eine wundervolle Pflanze.
Sie ist wunderschön, sie hat Heilwirkungen und so weiter. Und ich wollte jetzt nicht ein Maisbauer, Rübenbauer oder Milchbauer sein, sondern ich wollte einfach was Sinnvolles machen. Und deswegen habe ich gedacht, Hanf ist super cool. Ist für dich richtig sinnvoll? Ja, voll sinnvoll. Warum? Ja, weil es einfach für die Welt das Beste ist. Also du kannst ja tausende Sachen aus Hanf herstellen. Mhm. Und ein Aspekt ist halt zum Beispiel CBD-Öl oder Blüten und so weiter. Mhm. Aber es gibt ja 100.000 technische Anwendungen. Mhm. Und das ist die Zukunft. Und da möchte ich dabei sein. Ja, natürlich. Ja, schön, dass du möchte den Menschen bist. Eben was Gutes tun. Ja. Aber du hast Hanf-Erfahrungen von früher? Schon CBD oder Nutzhanf? Oder was für Erfahrungen hattest du? Scharfer Hanf. Aber eben auch CBD. Ich habe einfach angefangen, damit einfach zu experimentieren. Und irgendwann hat der Kumpel dann zu mir gesagt, schau dir CBD einmal ganz genau an, was das alles leisten kann für die Menschen. Und dann habe ich es mir angeschaut und dann war klar über Hanfbauer. Hast du auch erstmal eigene Erfahrungen gesammelt oder hast du jetzt einen gesagt, ich will was tun? Also bist du eher der so vom Nutzer zum Produzent geworden ist? Ja, also im Grunde ist es mir darum gegangen. Ich bin ja Heilfrequenzforscher. Also ich bin Energetiker und ich arbeite viel mit Heilfrequenzen. Okay. Und ich habe ganz viel mit Gemüsepflanzen experimentiert. Gell? Und eben geschaut, dass ich zum Beispiel Heilfrequenz Kohlrabi mache und Heilfrequenz Salat und so weiter. Und wo ich dann gesehen habe, was CBD alles leisten kann, gell, das habe ich vorher alles nicht gewusst. Ich habe gedacht, das ist zur Entspannung und ganz nett und schmeckt gut. Und dann habe ich gesehen, wow. Und dann habe ich gedacht, okay, das kann man noch toppen. Und dann habe ich halt einfach alle möglichen Frequenzen gesucht, die eben zum CBD passen, eben schmerzlindernd, Antikrebs und so weiter. Und dann habe ich angefangen zu experimentieren. Kann ich das Wachstum der Cannabispflanze beeinflussen? Kann ich ihr ein optimaleres Umfeld bieten, damit sie schöner wächst, bessere Blüten kriegt und so weiter? Ja, und so bin ich dann da voll reingekippt, über die Forschungsseiten und über das, dass ich sage, Hanf ist die Zukunft. Hanf ist quasi das Maß der Entwicklung der Menschheit. Mhm. Umso mehr Hanffelder wir sehen, umso weiter ist die Menschheit entwickelt. Absolut, ja. Und dann habe ich gedacht, nein, ich möchte Teil dieser Bewegung sein. Mhm. Und ich möchte den Menschen eben was Gutes zur Verfügung stellen, damit sie eben von dieser Big Pharma einfach wegkommen. Absolut. Ja. Gute Sache. Schön, dass du dich dafür entschieden hast. Ja, voll. Taugt mir voll. Ich sehe auch, du machst ja nicht nur Hanf, du bist ja wirklich Vollblutbauer. Du machst auch viel Gemüse und andere Sachen. Ja, wir leben das eben. Das finde ich auch gut, dass die Leute nicht sehen, ja, ich mache jetzt hier nur Hanf, sondern die haben allgemein so diesen grünen Daumen, sagt man. Ne? Ja. Benutzt du das eigentlich auch als Tierfutter? Kann man Hanf auch als Tierfutter benutzen? Ja, aber eher für Kühe. Also früher hat man Hanf für Kühe verwendet. Der hat man ungefähr so hoch werden lassen. Dann hat man ihn gemäht und das war ein proteinreiches Kraftfutter für Kühe. Aber ich kann jetzt da nichts mit den Hühnern. Okay, geht nichts. Ne? Nein, und da ich da auch keine Samen drin habe, habe ich auch keine Körner für die Hühner. Ohne Samen ist immer gut. Die Bauern müssen sich ja an Regeln halten, leider auch. Da gibt es einen sogenannten EU-Sortenkatalog. Bist du damit zufrieden? Glaubst du, der sollte erweitert werden? Wie sollte man damit umgehen? Solltest du überhaupt eingeben? Also der EU-Sortenkatalog, sagen wir, hat 60 Sorten drin circa und ist eigentlich ausreichend. Sagen wir mal so, für Nutzhanfzwecke definitiv ausreichend. Okay. Also für Körndelbauer und Fasernbauern und so weiter. Da ich aber ein Blütenbauer bin quasi, ist die Auswahl doch etwas eingeschränkt, weil im Endeffekt haben wir 4, 5, 6 Sorten, die eben in zwei Häusern sind. Was bleibt da auf der Strecke? Erstens der CBD-Gehalt und zweitens auch die Forschung bleibt auf der Strecke. Weil im Endeffekt würde ich sagen, ich wäre gerne Medizinalhanfbauer. Mhm. Darf ich aber nicht sein. Okay. Ja, ich bin Räucherware-Produzent. Ja. Und somit kann man jetzt dieses Medizinalhanf, das müsste weitergehen, also wesentlich weiter. Mhm. Und das ist ja die Einschränkung zum Beispiel in Deutschland mit 0,2% THC, ist sehr gering, sagen wir einfach so, weil THC auch Heilwirkungen hat. Ich bin jetzt der CBD-Fan, gell? Aber ich war bei 0,5, 0,6, hätte kein Problem damit. Oder wie in der Schweiz mit 1%. Ja. Ja. Und es sollte eben, es erlaubt sein, potentere Sorten zu haben. Ja, weil die Leute brauchen oft, Schmerzpatienten brauchen höhere CBD-Werte. Ja. Und auch wahrscheinlich wegen Aromen und Terpen. Auf jeden Fall. Ja, du, wir hängen ja heute auch hier in so einer Nebelwolke fest. Ne? Ich hätte lieber bei schönem Sonnenschein hier deine Farm gefilmt. Wie sieht das aus mit dem Wetter in Österreich? Würdest du sagen, in Spanien oder in Kalifornien ist es viel leichter, Hanf zu machen? Oder ist gerade so die Berggegend gut für Hanf? Ja, sagen wir so, es hat alles Vor- und Nachteile. Also ich sage einmal, wenn ich jetzt 3 Monate mehr Sonne hätte, gell, könnte ich so wie in Kalifornien riesen Büsche und Bäume züchten. Gell.
Der Vorteil aber hier am Berg, also vom Wetter allgemein, haben wir eigentlich recht gutes Klima für Hanf. Ja? Okay. Weil bei 18 Grad wächst er wunderbar. Und es ist ja nicht jeden Tag neblig, es ist ja heute, es ist, also meistens ist es Sonne. Aber das Gute ist, wir haben da keine Industrie. Mhm. Wir haben ja nur reine Luft. Das stimmt. Also wir haben da absolut reine Bergluft rundherum, 100 Kilometer eben nichts Großartiges. Und das ist schon super. Weil ja. Ursprünglich kommt der Hanf ja auch aus den Himalaya-Gebieten, also eigentlich aus den bergigen Gefilden, ja. Und da denke ich mir, da müsste er doch da eigentlich auch wieder am besten hin, oder da müsste doch eigentlich am besten gedeihen. Ja, ja, es ist, wie soll ich sagen, der Industriehanf ist leider eine Sativa-Sorte und eben kein Indica. Okay. Der ist eher tropisch, mehr oder weniger, okay, aber ich weiß nicht, was genau die da reingemischt haben, aber er wächst wunderbar bei uns. Ja, sieht toll aus. Ja? Also, du hast auch überhaupt keine, so ich sehe überhaupt keine, fast keine Mangelerscheinungen bei dir. Also, ja. Düngst du eigentlich, beziehungsweise musst du Gifte nehmen? Also wahrscheinlich ja nicht, weil du auf Bio voll stehst. Öko. braucht man bei Hanf überhaupt viel, was Ungeziefer betrifft? Überhaupt nicht. Na, eben in diesem natürlichen Umfeld brauchst du nichts, weil du hast Feinde. Ich habe ja Raubmilben, da lebt ja alles. Also wenn da eine Milbe ist, dann kommt die Raubmilbe und frisst sie weg. Ist da, also du hast immer einen Feind, der eben die Ungeziefer eben klein haltet. Okay. Und deswegen mag ich ja diesen Outdoor-Anbau. Weil erstens hat man mehr Terpene drin, weil eben die Sonne direkt drauf scheint. Mhm. Und zweitens hast du das natürliche Umfeld, was dir die Schädlinge von fern haltet. Und Hanf an sich ist auch sehr resistent, oder? Ja, voll eigentlich. Eigentlich braucht er kein Gift. Also außer im Indoor-Bereich. Da wird gespritzt und so weiter. Aber im Outdoor-Bereich braucht er gar nichts. Okay. Also ich habe meinen eigenen Hühnermist. Mhm. Ich kann einen Bio-Pferdemist haben, eben von einem Reiterhof in der Nähe. Okay. Und ich tue mit so EU-zertifizierten Biodünger am Anfang mitdüngen. Okay, ja. Doch gut. Mhm. Ja. Musst du dich eigentlich sonst als Bauer, kriegst du Vorschriften, wie viel Hanf du anbauen darfst, wie hoch der werden darf? So, gibt es da irgendwelche Vorschriften? Ich sag mal so, wenn man EU-Hanfbauer sein möchte, gell, da gibt es Vorschriften. Aber ich will keine Förderung haben, ich will mit der EU nichts zu tun haben. Okay. Und deswegen habe ich auch keine Vorschriften. Okay. Also die EU sagt, du musst einen Hektar mindestens 25 Kilo Samen ausbringen und du darfst nur eine Sorte haben und da. Dafür kriegst du dann die Förderung. Mhm. Aber ich will die Förderung nichts. Ich will von der EU nichts, ich möchte mit denen nichts zu tun haben. Ich mag einfach frei Hanf anbauen. Ja, genau. Das wäre meine nächste Frage. Wie frei fühlst du dich als Hanfbauer? Also ich fühle mich sehr frei, aber der Staat engt diese Freiheit immer ein. Also der Staat versucht alles, um das an das Leben zu vermiesen, im Endeffekt. Okay. Ja. Das ist deshalb, weil es auch noch THC gibt, oder glaubst du, das hat nur so eine pharma-spezifische Rolle? Oder woher glaubst du, wird das? Also wenn man das Thema THC hernimmt, gell? Deutschland ist ja total aggressiv bei THC, die sagen sogar Hanftee, da kann man das THC raus extrahieren, ja, das ist eine Droge. Ganz ja? Also THC ist einmal in 42 Ländern ein Heilmittel. Okay, definitiv ein Heilmittel. Das ist also definitiv keine Droge. Ja, sie haben ein Problem mit dem THC im Hanf, aber hauptsächlich würde ich sagen, ist es die Pharmaindustrie, die Angst hat vor den Hanfprodukten. Mhm. Weil die Hanfprodukte schlagen so gut an bei den Leuten und haben keine Nebenwirkungen, außer vielleicht Müdigkeit. Gell? Und oder Lachen. Ja, genau. Und die Pharma ist schwer dahinter. Mhm. Man hat es in Österreich gemerkt, die Ministerin, die Zuständige, die ist eben pharmanah. Mhm. Und die war einen Tag im Amt und dann hat sie gesagt, okay, das wird eine Novel-Food-Verordnung. Hanf, CBD darf nicht mehr so und so verkauft werden. Ja, Wahnsinn. Die muss einen guten Scheck gekriegt haben. Ja, ordentlich. Ja. Die kriegt dann ein schönes Böstle. Du hast ja gesagt, du bist auch Energetiker, ne? Ja, ja. Ausbildner für Energetiker, ja. Kannst du mir mal deine, du hast da irgendeine so eine Geo-Erfindung, irgendwie, dass das besser wächst oder so? Ja, genau. So, und jetzt stehen wir hier vor dem Geodom, heißt das? Genau, es ist ein Geodom. Dann erklär mal, was ist das? Also das ist ja eine Kuppelkonstruktion, die aus lauter Dreiecken besteht. Gell? Mhm. Und der Vorteil von so einem Geodom ist, es hat ein extrem gutes Energiefeld innen drin. Mhm. Das heißt, das hilft den Pflanzen auch beim Wachsen und beim Gedeihen. Okay. Und es ist im Grunde die günstigste Gewächshauskonstruktion, die es gibt. Weil jetzt habe ich die Folie schon runtergetan, weil man sieht, der Hanf sprengt einfach das. Ach so, da war vorher eine Folie. Da war Folie drauf, genau. Das also war ein Gewächshaus. Genau, ja, genau. Aber eben der Hanf sprengt einfach das alles und deswegen müssen wir die Folie runternehmen. Okay. Und ja, und jetzt ist es so. Jetzt musst du nächstes Jahr einen größeren Geodom bauen. Ja, 8 Meter, der kommt dann daher. Okay. Der ist 6 Meter Durchmesser und
knappe 4 Meter hoch. Aber du hast gesagt, das ist nicht das Geheimnis. Ne? Nein, das ist nicht das Geheimnis. Das ist einfach zusätzlich. Ja, klar. Also ich habe eben die Cannabis-Booster-Technologie erfunden. Okay. Das heißt, ich kann Hanfpflanzen, aber jede andere Gemüsepflanze über spezielle Frequenzen pushen. Okay. Und ich gehe her und tue zum Beispiel diese Frequenzen, also da habe ich so Nanokristalle und auf die speichere ich dann Frequenzen ab. Okay. Und das kommt ins Wasser. Und damit werden die Pflanzen dann zum Beispiel gegossen. Okay. Oder man gibt die Nanokristalle direkt an den Stamm der Pflanze. Manche von meinen Kunden, die ich bauen... Ich muss dich jetzt mal fragen, ist das eher so eine Art Placebo-Effekt? Oder kannst du wirklich sagen, ich habe das getestet und habe gesehen, das wächst besser? Also es ist so, sie fühlt sich wohler. Mhm. Also der Haupteffekt ist einmal, dass die Pflanze diese Frequenzen abspeichert. Mhm. Also die Pflanze merkt sich, die Umgebung, in der sie gewachsen ist, merkt sich die Energie. Und diese Energie übernimmt der Mensch dann beim Konsumieren. Du stellst ja jetzt, glaube ich, auch nur, was heißt nur, du hast dich auf CBD-Blüten spezialisiert. Oder? Ja, genau, CBD-Blüten, aber Öl. Jetzt ist ja so, es ist ja viel mehr möglich. Mhm. Wenn du dürftest und man diesen, wenn man das jetzt noch in Lebensmittel verarbeiten dürfte, wäre das für dich wünschenswert? Würdest du mehr Produkte machen? Ja, voll. Ich würde mich komplett ausdehnen. Also der gesetzliche Rahmen schränkt mich einfach nur ein. Mhm. Okay, aber sobald sich die Gesetze lockern, blopp, mal so, klopp ich mir auf. Wir müssen weg vom Erdöl, wir müssen weg von diesem ganzen Mist einfach, von diesem ganzen Gift. Und Hanf ist einfach die Zukunft. Absolut. Und ich bin ein Mensch der Zukunft. Ich will das eine schöne Zukunft für die ganze Menschheit haben. Ah. Und deswegen kämpfe ich auch. Mhm. Ja, das ist der Weg. Und dafür muss man Prügel einstecken, aber das gehört dazu. Danke dir. So, nun möchte ich euch noch einen größeren CBD-Produzenten vorstellen. Dazu besuche ich mit euch den Sebastian von Mavu aus Wien. Ja, jetzt sind wir schon in der Stadt. Ich hoffe, euch hat es auf dem Land gefallen und ihr habt eine Menge Eindrücke gekriegt von unseren Hanfbauern aus Österreich. Ja, und jetzt sind wir hier mitten in der Stadt beim Großproduzenten und wir schauen mal, ob wir da reinkommen. Und ob wir euch mal ein paar mehr Pflanzen zeigen können und spiegeln hier mal die Situation in der Stadt. Also, lasst uns mal reinschauen. Ja, und wir sitzen jetzt hier in einer riesen Produktionshalle mitten am Stadtrand von Wien im 23. Bezirk. Und ich kann das gar nicht einschätzen, wie viele Quadratmeter sind das hier? Das sind insgesamt 3.300. 3.300? Ja, praktisch mehrere Fußballfelder, oder? Nein, ich glaube, das weiß ich jetzt gar nicht, wie viel Quadratmeter. 2 auf jeden Fall, glaube ich, mindestens so, oder? Würde ich jetzt mal schätzen. Ja. Warum entscheidet man sich überhaupt, nicht so wie Bauern, sage ich jetzt mal, Outdoor auf Feldern zu growen, sondern sowas in Hallen zu machen? Was ist der Hauptgrund dafür? Also der Hauptgrund für uns war eigentlich, dass wir die kontinuierliche, gleiche Qualität immer beibehalten können und vor allem in Bezug auf die Gesetzmäßigkeit den Grenzwert eben von 0,3% einfach garantiert einhalten können. Und das können wir eben nur, wenn wir reproduzierbare Vorgänge jedes Mal haben. Und wenn ich im Feld wachse, kann ich nicht beeinflussen, ob es jetzt viel regnet, ob es jetzt wie die Sonne scheint, wie die Bewölkung ist. Und das kann ich hier genau kontrollieren. Mhm. Ich kann es jedes Mal gleich machen, ich kann so lernen. Und so können wir dann mit jeder Pflanze individuell, weil jede einfach ganz anders ist, einfach mit denen dann das anpassen, wie jetzt die ganzen Konditionen um die Pflanze herum sein sollen. Das ist natürlich, wenn man selber sagen kann, ich weiß, meine Produkte sind im Grenzwert und der Staat kann machen, was er will, ich weiß, dass das passt, dann ist es einfach leichter zu argumentieren im Falle irgendeines Problems. Hey, dann würde ich dich bitten, dass du mir mal ein bisschen was von euren Babys zeigst. Wir sind alle sehr gespannt, wie so eine Produktionsanlage aussieht, vor allem in welchen Stadien. Ihr habt ja verschiedene Stadien, verschiedene Räume und zeig mir das mal. Ja, sehr gut, gehen wir da hin. Ja, also wir sind hier bei den Müttern. Das ist jetzt schon Sorte für Sorte oder? Ja, wir haben hier, das siehst du an den Farben, jede Sorte hatte die unterschiedlichen Farben, damit wir es auch gleich erkennen, haben wir die unterschiedlichen Sorten und hier sieht man eh auch schön die unterschiedlichen Stadien, das sind schon eher ältere Mütter, das sind jetzt ganz, ganz frische, die jetzt gerade nachkommen und da hinten so im mittleren Stadion und ja, wir müssen halt immer wieder verjüngen, damit sie halt natürlich immer frisch und kräftig bleiben. Es nennt sich schon Reinraum hier, oder? Es ist
sehr nah daran angelehnt. Ja, es ist natürlich, wir brauchen jetzt die ganzen Zertifizierungen nicht, weil wir derweil noch einfach normale Landwirtschaft sind. Aber wir haben so von Anfang an geplant und gebaut, dass mit Filtern im System und so weiter, dass man wirklich hier auch ohne weiteres eine GACP, falls ich das so sage, also, dass man so ein Zertifikat bekommen kann. Okay. Also ihr hört vielleicht auch, die Lüftungsanlage ist echt ein fettes Ding drin. Weißt du, mit wie viel Luft hier in so einem Raum? Alle 4 Minuten wechseln wir die Luft. Damit ihr mal so eine optimale Temperatur habt. Also meiner Meinung nach sogar fast noch ein bisschen kühl. Bisschen zu kühl, ja. Also aber das machen wir eben auch im Jahres. Ah, okay. Das heißt, also auch da spielt ihr euch ein bisschen so. Es ist ja gerade auch bei den CBD-Genetiken ist ja das Spannende, die kommen ja ein bisschen auch von den nordhemisphärischen Orten eigentlich auf der Welt gesehen, ja. Wo auch das Autoflowering herkommt, weil ja die Tage prinzipiell kürzer sind. Das heißt, wichtig ist auch, dass man bei Mutterpflanzen im CBD einfach auf ein weißes Spektrum setzt, weil dann sinkt die Gefahr, dass ein Autoflowering-Gen anspringt, so, okay. Und es einfach in die Blüte geht. Okay, verstehe. So, jetzt gehen wir in welchen Raum? Wir gehen jetzt in den Raum mit den jüngsten Pflänzchen. Die haben wir erst Ende letzter Woche am Freitag eingesetzt. Okay. Sind gerade ganz frisch in die Erde gekommen. Also praktisch und die jetzt von den Muttis geschnitten wurden? Genau. Okay, schauen wir mal. So. Jetzt haben die auch verschiedene Größen, sehe ich. Die hinten hier sind ziemlich klein. Ne, die sind eigentlich kleiner noch, ne? Die sind schon einmal geschnitten worden. Die sind schon einmal getoppt, genau. Wir haben da jetzt natürlich, jede Genetik ist wie ein eigener Mensch, also wie ein ganz eigenes Lebewesen, was ganz was anderes braucht. Somit wissen wir natürlich mittlerweile den Unterschied und zum Beispiel die da vorne, die sind noch viel größer. Die haben einfach, wenn sie jetzt in die Blüte kommen, ein viel langsameres Längenwachstum. Also zum Beispiel diese Genetik, die extrem anschießen wird und die anderen einholen wird im Endeffekt. Okay, verstehe. Und zum Beispiel die ist getoppt, ist deswegen, weil halt die das sehr gern mag und dadurch einfach die Seitenbuds noch viel besser ausgebildet werden. Die Genetik zum Beispiel hat das nicht sehr gerne, die macht von sich aus, wie du siehst, schon zwei bis drei starke Triebe. Mhm. Also sobald jetzt hier anfangen zu blühen, kommen die dann wieder in den nächsten Raum? Ne? Nein, das nicht. Wir haben es nur gesplittet, dass wir nicht alle Arbeitsschritte gleichzeitig haben. Somit haben wir immer einen Raum kurz bei, also in der Anfangsphase, also so alle im Abstand von 2 Wochen, dass wir auch alle 2 Wochen haben wir Ernte, alle 2 Wochen haben wir Einsätzen, alle 2 Wochen, damit das auch fürs Team kontinuierlich läuft. Verstehe. Und auch von den Abnehmern her, dass es einfach immer frische, stetig frische Ware gibt. Mhm. Und ihr arbeitet mit 600 Watt Lampen hier, oder? Das ist 600 bis 1200 prinzipiell und wir sind damit eigentlich ziemlich glücklich. Wir können es gut regeln über den Computer. Ja, dann lass uns mal in den interessanten Raum, würde ich sagen. Ja. Ach, hier kommt dann aber ein ordentlicher Geruch entgegen. Ja, das sind die guten Terpenchen. Die Terpenchen. Da kommt sogar der Kameramann ins Schwitzen. Eine schöne Fläche, ein schöner Wald, eine homogene Anbaufläche. So soll das sein. Daran sieht man eigentlich auch, dass es eine gute Genetik ist, oder? Oder wo würdest du sagen, woran lässt sich jetzt eine gute Genetik feststellen, jetzt bis auf den Geschmack und den Geruch natürlich? Ja, die Kontinuität, die hängt eigentlich wirklich nur mit der Handhabung zusammen, also unserer Erfahrung. Also es ist wirklich, du kannst jede Genetik homogen machen und es kommt nur darauf an, du musst halt ihre Vorlieben kennen. Du musst wissen, wie sie beschnitten werden will, ob sie überhaupt beschnitten werden will und dann wie viel Platz sie auch wirklich braucht, um dann wirklich ihr Potenzial zu entfalten. Da sind auch alle ganz unterschiedlich. Manche wollen ein bisschen Raum um sich herum, manche haben es gern, wenn sie gedrängt nebeneinander stehen. Gibt es wieder nur Kerzen. Ne? Genau. Und so muss man halt mit den ganzen unterschiedlichen spielen. Und die ist einfach, das ist eine meiner Lieblingssorten auch. Die schmeckt wirklich einfach nur köstlich und ist auch sehr kompakt. Ja. Und die ist jetzt erst hier in der, also die wird geerntet Mitte Juli. Wow. Das heißt, der hat jetzt hier noch 3 Wochen und wird jetzt hier noch zulegen auf circa diese Größe. Also wird schon noch mal das Doppelte also die groß. Ist richtig, richtig kompakt. Ihr könnt es ja leider nicht so anfassen, aber die ist richtig schon richtig hart. Also man kann die kaum mal zerdrücken. Nicht so, wie man das von manchen Homegrows kennt, dass sie so fluffig sind. Natürlich liegt das auch immer an der Genetik, an der Sorte, wie die Blüte natürlich drauf ist. Auf der anderen Seite, da sieht man zum Beispiel,
Das ist wieder eine andere Genetik, die ist etwas fluffiger, aber dafür auch viel buschiger, viel größer. Ne? Die ist auch sehr schwierig in Zaum zu halten, wie man sieht. Die macht ganz, ganz viele Sachen. Und das ist auch eine recht junge von uns. Da sind wir gerade noch am Einstellen, quasi am Probieren, was will sie am liebsten. Mhm. Deswegen haben wir da auch noch nicht zu viel hier im Raum stehen. Aber auch schön harzig. Und, also. Ja, nein, die ist vom geruchlich, geschmacklich eben ein Traum. Vom Wuchs ist ein bisschen schwierig, aber das kriegen wir auch noch hin. Das ist nur eine Frage der Zeit. Um das jetzt mal einzuschätzen, wie viel Ertrag hat man so von einer so einer Pflanze ungefähr? Sind das 20 Gramm, 30 Gramm? Von dieser Sorte hat man circa um die 20 Gramm. Bei der Sorte hier links liegen wir bei 42 Gramm. Okay, das ist schon eine Menge. Das heißt, hier geht also auch jede Menge an Strom also auch durch, ne? Da geht jede Menge Strom durch. Wir beziehen das direkt von Windenergie. Das ist alles CO2-neutral, Wasserkraft. Aber es geht schon ganz schön was durch. So, eine Frage hätte ich noch, Sebastian. Ihr seid ja mitten in Wien, ihr seid ja angemeldet. Ihr hattet ja auch, hast du gesagt, die AG hier und so. Hattet ihr schon mal die Polizei hier? Ja, wir hatten die Polizei schon mal hier. Und das war aber eigentlich so, dass wir sie geschult haben. Das war im Zuge einer Beschlagnahmung von Ware, die mir zugesandt wurde aus dem Spanien. Hatte ich eine Anzeige, ins Haus geflattert und der Polizist vom Zoll beim Flughafen hat mich angerufen. Und ich so, ja, okay, ich weiß gar nichts davon, dass mir irgendwer was geschickt hat, aber ich komme mal vorbei. Okay. Und dann haben wir uns das angeschaut und es war wirklich einfach nur in einem Briefkuvert ein Bad drin. Und ich so, ey, warum schickt mir wer was mit? Ich habe nicht mal noch was davon gewusst. Ja. Und er so, ja, er glaubt nicht, dass das drunter ist. Und ich so, ja, das glaube ich auch nicht. Das schaut nicht so aus, war extrem kristallin. Und daraufhin sind wir ins Gespräch gekommen mit dem und der hat gesagt, ja, er hat ein Problem mit all seinen Leuten in der Kripo. Keiner hat eine Ahnung, was ist der Unterschied CBD, THC, keiner versteht überhaupt irgendwas. Aber und dann habe ich gesagt, kommst doch vorbei. Und dann sind sie vorbeigekommen mit 10 Leuten und dann haben wir ihnen dann das alles gezeigt, alles erklärt, wie wir das machen und so weiter. Und es war wirklich, die haben sich extrem gefreut und es war ziemlich lustig eigentlich. Was ich nur immer denke ist, okay, hier wird das nicht der Fall sein, aber oft rufen ja auch Nachbarn Polizei an und so, weil man kann es ja wirklich nicht unterscheiden, ist es jetzt CBD, THC? Und dann frage ich mich natürlich, wenn hier irgendeine Polizei vielleicht eine Drogenhöhle vermutet oder so, ob dann vielleicht mal irgendeine Razzia ist. Ja, aber sowas hattet ihr noch nicht. Das hatten wir noch nicht. Wir haben auch von Anfang an gleich das allen gemeldet, der Polizeistelle hier ums Eck, allgemein beim BKA in Wien, dass das angegeben, dass wir das machen. Gleichzeitig auch bei der AMA von der Landwirtschaftskammer. Ja. Also die wussten alle Bescheid. Wir wollen nichts verstecken. Und ja, eben, macht das macht doch keinen Sinn. Das macht dann nur blöde, wenn dann plötzlich wer kommt und sagt, hey, was macht ihr hier bitte? Das ist besser vorzusorgen. Hey, lass es raus, es ist wahnsinnig warm. Aber schön, wirklich. Also ihr müsst es riechen, Leute, super. Nun aber wieder raus aus Wien, denn Roland von Plants for Friends wartet auf uns. Also fahren wir nach Salzburg, denn dort betreibt er einen größeren Hanfshop mit Cannabispflanzen. Ja. So Leute, in diesem Raum hier, da sind die Verkaufssteckdinge vom Plants for Friends. Und ich stehe hier beim Roland in Salzburg. Du warst ja früher mal ein Bauunternehmer. Ja, genau. Du kommst aus einer ganz anderen Ecke. Genau. Und da ist jetzt für mich die Frage, warum hast du dich überhaupt für Hanf entschieden? Wie kommt man von der Branche in die Branche? Ja, das Ganze war eher eine unangenehme Geschichte. Eine Bekannte von uns, die hat Krebs gehabt. Und wie, wenn es ums Leben oder Überleben halt geht, hat sie, glaube ich, alles ausprobiert. Sie war bei jedem Arzt, sie hat, glaube ich, weiß nicht, sogar Wunderheiler oder was besucht und ist dann irgendwie zu Kampf gekommen. Frag mich nicht, ob es die gibt. Für sie war es nicht. Also für sie hat der Wunderheiler leider nichts genutzt. Mhm. Und sie ist halt dann irgendwie auf Cannabis, auf Hanf gekommen und hat wirklich ihren Krebs damit in den Griff gekriegt. Und das war eigentlich für die ganze Familie ein einschneidendes Erlebnis. Und wir haben einfach gesagt, hey, Wahnsinn, voll faszinierend, war richtig toll. Ist aber mittlerweile sicher schon 10 Jahre her und das Thema hat sich für mich eigentlich dann erledigt gehabt. Wir waren alle froh, dass alles funktioniert hat und das war's. Und ich habe weiter meine Baumeistertätigkeit dann wahrgenommen. Und mittlerweile sind es auch schon wieder 6-7 Jahre, war eine Dokumentation im Fernsehen, Report im ORF2, Cannabis aus Medizin, hat das damals geheißen. Und da haben wir durch Zufall das eben geschaut und dann habe ich gesehen, aha, okay, die haben das jetzt alle ein bisschen wahrgenommen, also auch die Welt hat das wahrgenommen, nicht nur wir im kleinen Familienkreis.
Und die entscheidende Geschichte war dann das, dass dann berichtet worden ist, dass auch jetzt Hanf, auch THC-hältiger Hanf, weil der war ja für sie wichtig in der Therapie, in Österreich angebaut wird. Und dann haben wir gedacht, aha, okay, und das ist legal. Ich habe mich dann am nächsten Tag sofort erkundigt, habe gleich geschaut, wie funktioniert das, wo ist das? Und bin drauf gekommen, es gibt eigentlich nur einen einzigen großen Pflanzenhändler, der sitzt in Wien. Und dann habe ich gedacht, na gut, okay, was macht Rest Österreich? Und die Entscheidung war wirklich, von einem Monat oder was, habe ich in einem Monat gesagt, okay, gut, das machen wir da auch. Und wenn wir Leute helfen können, dann sind wir da dabei. Und wir haben uns das viel von Anfang an vorgestellt, wie es dann war. Aber zumindest Pflanzen anbauen haben wir schon einmal geschafft. Aber alles andere ist nach wie vor noch richtig schwierig. Aber Pflanzen anbauen, das funktioniert, das können wir, glaube ich, jetzt ganz gut. Okay. Jetzt ist aber doch so, dass die Politik, die Beschlüsse, die Erlasse, die Gesetze doch immer so ein bisschen auch hin und her gehen mit CBD, mit THC-haltigen Pflanzen. Da war ja auch schon mal was, sollten die aus dem Verkehr gebracht werden, wo die FPÖ, glaube ich, noch irgendwo da war. Ja. Was hast du da gedacht? Hast du schon gedacht, um Gottes Willen, jetzt bricht alles wieder zusammen? Oder? Ja, definitiv. Ja, und du hast aber trotzdem gesagt, wir ziehen das jetzt durch. Ausfertig. Also ich habe gesagt, und eins, weißt du, jetzt gibt es uns seit 5 Jahren, wir haben wirklich wahnsinnig viele Patienten herinnen, wir haben wirklich viele Leute, die leiden und die sich damit was Gutes tun und das funktioniert. Ich war damit auch im Fernsehen, also ich war bei 2 Minuten 2 Millionen, genau, habe das da auch vorgestellt und es war wirklich so, wie der Michi Altrich aufgesprungen ist, zum Schluss hat gesagt, 2 Thumbs up, hat er gesagt, geil, dass es endlich so jemanden wie uns gibt, die sagen, okay, wir transportieren das nach außen. Und vor allem weg von der Schmuddelecke, weißt du, jetzt nicht, dass man sagt, okay, es sind alles nur Kiffer, die eh alle nichts arbeiten, was überhaupt gar nicht stimmt. Also ich kann euch nur sagen, von mir herinnen, wir haben wirklich aus jeder Schicht die Leute da und es hilft wirklich, leider, es hat mir jetzt echt klar, dass man sagen muss, für die Politik, es hilft wirklich jedem. Und dadurch haben wir gesagt, nichts, wir ziehen das durch, bis zu jeder Konsequenz. Wir haben natürlich auch mit Rechtsanwälten gesprochen, was kann man dagegen machen, wenn das so wäre, aber es war definitiv, das war im Regierungsübereinkommen damals drinnen, wie sich die zusammengeschlossen haben, war das wirklich ein Satz. Das ist so, ja, bist du Übelzerfier eigentlich über unseren Köpfen geschwebt. Es ist ja so, in Österreich ist es ja eigentlich legal, selbst THC-Stecklinge zu verkaufen. Wir machen ja diese Doku eigentlich eher im CBD-Bereich und uns geht es auch eher darum, einfach um die Pflanze. Ja. Und wie siehst du das? Glaubst du, da kann es jetzt nochmal einen Rückschritt geben in Österreich oder glaubst du, da geht es eher noch voran? Es ist schwierig. Also damals, wie wir auch im Fernsehen waren, waren wir, glaube ich, jedes Monat in irgendeinem Medium und alle haben mir das gleich gefragt. Und ich habe gesagt, es wird nie mehr einen Rückschritt geben. Wir sind da auf einem richtigen, guten Weg. Mittlerweile eben gerade damals mit dem Regierungsübereinkommen traue ich gar nichts mehr sagen. Und auch jetzt zu CBD, eine tolle Sache, CBD ist wirklich eine super Sache, aber wenn man sich erkundigt und wenn man nach Israel schaut, die da viel, viel weiter sind wie wir, dann wird man halt sehen, es gibt halt Bereiche, wo du halt THC auch brauchst und die stehen nach wie vor noch für THC. Also ich bin ein Befürworter für CBD, ist super, weil es auch dann sehr viel in der Mitte der Gesellschaft da ankommt durch CBD, aber man wird das sehen und wenn man sich erkundigt, wenn man sich ein bisschen einliest in die ganze Materie, die Medizin braucht auch THC und deswegen, wir werden immer THC-Pflanzen produzieren, solange sie uns produzieren lassen. Aber nein, wir haben es wirklich entschieden, weil wir einfach an die THC-haltige Pflanze glauben. Natürlich von mir ist auch in Kombination mit CBD super, aber es gibt ganz wenig, die auf dem draufbleiben und sagen, aber THC ist wichtig. Ich sage dir auch was, es geben ganz viele Bauern, die gerne auf THC umsteigen würden, wenn sie nicht so eine Angst um ihre Existenz haben würden. Definitiv. Ja, so wie jetzt wieder eine Riesenhalle irgendwo in der Nähe hochgegangen ist mit 50.000 Pflanzen, weil sie etwas über dem THC gehalten haben. Ja. Schwierig, aber du hast auch gesagt, selbst wo es legal ist in Österreich, ist es trotzdem schwer zu werben. Ja? Selbst wenn man nur Cannabis oder Hanf, unmöglich. Du kannst also nur in abhängigen Zeitungen, die für uns arbeiten, aber so wirklich in Medien oder so reinzukommen, ist unmöglich. Schwierig. Also wenn du irgendwo bezahlte Werbung sehen willst oder wenn wir zum Beispiel Reichweite generieren wollen, das ist bei Facebook total leicht, das kostet ein paar Euro und du kannst Reichweite generieren, ist unmöglich. Kaum taucht das Wort Hanf auf, Cannabis, CBD mittlerweile leider auch. THC ist sowieso Tabuthema, brauchen wir nicht darüber diskutieren. Ist unmöglich, du kannst nicht werben. Und es geht noch viel schlimmer, wehe du gehst in die Richtung Deutschland, Bayern. Wir sind in Salzburg, Gott sei Dank, haben wir einige freie Sender, die Werbung machen für uns. Aber wir dürfen zum Beispiel nicht einmal in Deutschland in einen Radiosender gehen. Wir wollten in Rosenheim auf ein Banner drauf, die haben so einen Werbebeirat,
der hat entschieden, nein, wir dürfen da nicht drauf. Aber wir haben da nichts geschrieben von Cannabis raus. Also nur unseren Großshop beworben. Nicht einmal das ist in Deutschland möglich. Das ist echt schlimm. Ja, es ist traurig. Mhm. Es ist absolut traurig, weil es ist für mich eine Art Diskriminierung, die ich finde. Und das ist wirklich traurig. Gut, aber jetzt bin ich schon sehr gespannt auf deine Halle. Und ja, cool. Schauen wir uns die gemeinsam an. Wie es da ausschaut. Ja. Du siehst jetzt, wir haben jetzt gerade die Lampen ausgeschaltet. Wir sind gerade im Schneidemodus. Ah, okay. Schneiden tun wir immer in der Nacht eigentlich. Deshalb sind die Lampen ausgeschaltet. Wir haben ein Zusatzlicht extra eingebaut, damit die Pflanzen nicht so einen Stress haben. Normalerweise würden um die Zeit natürlich teilweise die Lampen leuchten. Aber damit die eben keinen Stress haben, die Pflanzen. Sehen du es, wenn du Steckling schneidest. Also du siehst sofort, ist das im Tag geschnitten oder in der Nacht. Mhm. Sobald der Tropfen rauskommt, ist per Tag geschnitten und der wurzelt nicht so schnell. Okay. Wenn du in der Nacht schneidest, ist eigentlich fast kein Saft drinnen in dem Steckling und der wurzelt viel, viel schneller. Ja. So, hier seht ihr auf jeden Fall mal, das sind sogenannte Mutterpflanzen. Das sieht man immer daran, dass sie schon einen ziemlich dicken Stiel haben. Das heißt, die sind meist schon 6 Monate, 12 Monate alt, erst dann kann man eigentlich gute Stecklinge schneiden, sage ich mal. Ja, genau. Ja, und deswegen gibt es hier auch in verschiedenen Generationen. Und du kannst ja mal ein bisschen durchschauen. Und natürlich. Also du siehst da zum Beispiel eine alte Mutterpflanze, da schaut der Stiel schon ganz anders aus. Ja? Genau. Ja. Na, wunderbar. Vor allen Dingen erkennt man das ja auch so gar nicht. Ja? Die Leute, die zu Hause anziehen, die kennen ja nur diese kleinen Stiele, sage ich mal, die so kleinen Finger dick sind. Ja? So einen Raum zu betreiben, das ist allerdings auch jetzt, um mal so einen Überblick zu schaffen, weil du hast hier wie viele Muttis drin? Das sind momentan, glaube ich, um die 150 Mutterpflanzen herinnen. Das heißt, das ist ja auch wahnsinnig, muss man da nicht eine Kolonne oder eine Mannschaft an Gärtnern haben, die das Ganze machen? Wenn du es im System richtig machst, gell, dass du also alle 10 Tage können wir schneiden machst, dann ist es so, wir arbeiten mittlerweile mit einem Hauptgärtner, also das ist wirklich der Overhead, der entscheidet das alles. Und wir haben 3 Helfer, die mir dann helfen und zuarbeiten. Also es funktioniert relativ einfach. Und du siehst eben, durch das, dass wir das Klima gesteuert haben, können wir es machen, wann immer wir wollen. Wow, also wirklich ganz tolle Pflanzen. Sag mal, wenn du als Gärtner, Bauer darf ich ja nicht sagen. Ja, Landwirt. Landwirt. Ja. So, wenn du die Möglichkeit hättest, das zu entscheiden, was wäre für dich die optimale CBD-THC-Verhältnis bei Pflanzen? Weil jetzt mittlerweile, sage ich mal, wenn man THC-Stecklinge kauft, haben die zwischen 15 und oftmals bis zu 30% THC-Anteil. Ja. Was wäre für dich das optimale Verhältnis? Ja. Also bei uns ist so, wir arbeiten mit Dr. Wohaka zusammen, der bei uns bei den Diakonissen arbeitet. Und mit dem haben wir eigentlich auch das irgendwie festgelegt. Am besten ist Verhältnis 1:1. Das heißt also, wenn ich sage, ich habe 10% CBD, 10% THC, was der Riesenvorteil wäre, die psychoaktive Wirkung, gerade für ältere Leute, die ja davon auch Angst haben, muss man auch ehrlich sagen, es gibt ja Leute, die haben noch nie THC in ihr Leben zu sich genommen, die wollen nicht berauscht werden, genau richtig. Die CBD hebt die THC-Wirkung auf, das heißt, wenn du ein 1:1 Verhältnis hast, werden die gar nicht großartig was merken, aber sie werden hoffentlich gesund. Ne? Super. Ja. Super. Schau, die Stecklinge selber, wenn du die schneidest, sind nicht mehr so dick, wie wenn du sie sagst, da. Genau, ja? So, ja. Und das war ja auch das, was wir gesagt haben, durch den Stiel geht am meisten Energie. Je dicker der Stiel ist und je mehr Wurzeln du hast, desto mehr Energie kriegt die Pflanze. Gute Philosophie. Und deshalb wollen wir eigentlich nur Stecklinge verkaufen, die richtig stark sind. Und eben so dünne Stecklinge, die werfen wir weg, die nehmen wir gar nicht her. Ja? Und okay. Das hört aber leider auf. Das hört leider ab einem gewissen Jahr auf. Ja? Okay. Ja. Ich meine, viele wollen ja wahrscheinlich nicht darüber reden, aber... Ich denke mal so, das ist ja auch wahnsinnig, also nicht nur, was man da an Investitionskosten hat für, wir sind ja nicht in Amerika, wo du das draußen auf dem Feld mit der Sonne anbauen kannst, sondern deine Sonne ist ja hier, die kostet Geld und dann auch mit diesen Lüftungsanlagen und so weiter, da musste man noch Tausende von Stecklingen überhaupt verkaufen, damit sich das auch überhaupt rechnet, oder? Ja. Also jetzt haben wir seit 5 Jahren die Firma und sie fängt sich jetzt erst langsam zum Rechnen an. Ich gebe es ehrlich zu, also wir haben mit dieser Investition auch nicht gerechnet. Okay. Also wir sind momentan so ca. 500.000 Euro reine Investitionskosten. Wow. Und du bist jetzt erst in der Vorhalle, also die reine Aufzuchthalle, die jetzt auch nicht den vollen Qualitätsstandard erfüllt, den wir eigentlich haben wollen. Aber das ist rein zum Aufziehen, zum Großziehen. Das sind die Pflanzen, die wir dann, das nennt sich die Pflanze im Topf, die wir dann verkaufen. Da ist es nicht so tragisch, da können wir auch super mit Nützlingen arbeiten, das ist gar kein Problem. Wir sehen dann die Haupthalle, da siehst du, wo das Geld dann richtig hinfließt. Klimatechnik, Raum-in-Raum-System, CO2-Steuerung, Pflanzenkamera, also
wirklich alles, was High-End gibt, ist dort verbaut. So, du beobachtest also deine Pflanzen, ob die, ja, ob die auch nichts Böses tun, oder? Was ist das hier? Ja. Also diese Pflanzenkamera, wie gesagt, wir sind darin in ein geschlossenes System und das System muss natürlich funktionieren. Und eine kleine Erleichterung ist die Pflanzenkamera. Die Pflanzenkamera misst nichts anderes wie auf den Grünwert von dem Blatt und sagt aufgrund von dem, wie grün das Blatt ist, brauchen wir noch Sauerstoff oder brauchen wir CO2. Und die steuert die automatisch. Die sagt automatisch, okay, wir haben zu wenig CO2 herinnen zum Beispiel, dann wird der CO2-Generator angeworfen und dann haben wir mehr CO2. Eine schlaue Kamera, oder? Ja, super Kamera, ja. Erleichtert uns viel Arbeit, ja. Damit es gut funktioniert und damit man auf, was mein Anspruch war eigentlich, Cannabis auf ein neues Qualitätslevel zu heben. Mhm. Und das ist schon bei den Stecklingen, die schauen ganz anders aus, wie die Stecklinge das früher gemacht haben. Um das den Leuten nochmal zu erklären, der riesige Unterschied ist ja, ein Bauer, der pflanzt, sage ich mal, einmal im Frühjahr seine Samen an, die kommen nach draußen, die wachsen. Und wenn man da mal mit Schädlingen hat, dann wird oftmals irgendwas getan und dann werden sie geerntet. Wenn man sowas wie der Roland macht, dann ja, muss man dafür sorgen, dass man eine ständig gute Qualität hat, gerade bei den Mutterpflanzen, um ja, ständig gute Qualität auch anbieten zu können. Genau. Und daran, ja, da liegt die, ja, Herausforderung, ja, eigentlich. Ne? Und vor allem ohne irgendwelche Pestizide. Ne? Das kommt, ja, auch dazu, ja, weil mit Giften kann jeder arbeiten. Ist einfach, ja, ja, ja. Du, wie sieht das aus? Du bist ja in Salzburg. In Salzburg sind ja auch ziemlich heiß, mag ich jetzt mal sagen. Also zumindest heißer als in Wien. Ja. Wie sieht das aus? Hast du schon mal Probleme mit der Polizei gehabt? War die schon mal hier? Razzia machen, testen, proben? Okay. Haben ihnen gesagt, und das ist auch für alle unsere Kunden genau das Gleiche, die Tür da vorne ist immer offen. Das heißt, kommt rein, schaut euch an, was wir machen. Wir sind nie in der Blüte. Ihr könnt alles anschauen, könnt mit allen unseren Leuten reden. Und das mittlerweile sagen wir aber auch unseren Kunden. Wenn ihr wissen wollt, wie wir anbauen, ob wir Gift verwenden, was für Nützlinge wir verwenden, wie wir unsere Pflanzen schneiden, die können jederzeit reinkommen. Das ist so wie eine offene Tür. Die können mit unseren Gärtner reden. Und das schön, ist eben, glaube ich, aber auch für uns, für die Exekutive. Wir haben noch nie Probleme gehabt. Es war noch nie Polizei da. Okay. Es war einmal Polizei da jetzt in der Corona-Zeit, weil uns jemand angezeigt hat. Glaubst wir du, haben ja Agrarhandel, wir haben offen, haben Kürzen. Glaubst du, das liegt daran, dass du aus einer anderen Branche kommst? Also wenn du jetzt Rasterlocken hättest, du glaubst, es wird anders laufen, bestimmt, oder? Ja, bestimmt. Also du kennst mich auch von meinen Auftritten her, ja, versuche immer sehr seriös zu sein. Ja. Das ist einfach der Anspruch, dass man sagt, was, weg, wir können nur irgendwie überzeugen, die Politik, die Wirtschaft, wenn man einfach da seriös auftritt und da sagt, okay, das Ganze ist nichts Böses für eine klitzekleine Schicht, die sich irgendwie, ich weiß nicht, wegtun will damit. Nein, das ist für eine Riesenschicht, etwas ganz Besonderes, etwas, was den Leuten einfach gewaltig gut helfen kann, mit wenig Aufwand, mit wenig Geld. Super, so, jetzt schauen wir uns mal den eigentlichen Stecklingsraum an. Oder? Cool, ja, cool. Ja. So, hier haben wir die Hanf-Karriereleiter. Ich steige jetzt mal hoch. Ja. Ich wollte schon immer mal aufsteigen in dieser Branche. außerdem habe ich jetzt mal, ich kann jetzt mal das Ganze von oben betrachten. Ja, super. Roland, sagen wir mal, gibt es eigentlich einen Unterschied? Ja, oder was für einen Unterschied gibt es eigentlich zwischen Bauern, die draußen anbauen, ja, und dir als Indoor-Produzent? Ja. Also vom Grundsatz her natürlich, der Bauer, der draußen anbaut, hat auch Ziel, er will Blüte produzieren. Das machen wir da herinnen ja nicht, wir wollen eigentlich nur Stecklinge produzieren. Und der Riesenvorteil hat, ich steuere das alles. Also ich steuere darin das Klima. Also es wird menschlich gesteuert. Ich kann herinnen natürlich auch schauen, wie kriege ich alle Schädlinge in den Griff? Zum Beispiel, du hast drinnen gesehen, in der Haupthalle, in der Mutterpflanzenhalle, wir haben alles UVC-Licht. Ja? Das heißt also, das kann der Bauer draußen natürlich nicht. Der muss natürlich hoffen auf die Natur, dass irgendeine Tiere gegen seine Schädlinge gibt. Brauchen wir da herinnen nicht. Wir steuern das Klima darin. Ja. Was ist der Nachteil? Nachteile sind wahnsinnige Energiekosten. Ja? Wir haben das jetzt gerade umgestellt vor einem halben Jahr, alles auf LED. Also alles, was ihr da seht, sind nicht mehr ganz normale Leuchtstoffträger, sondern wirklich LED. Und trotzdem haben wir, nur dass du ein bisschen ein Gefühl kriegst, wir haben einen Stromkosten in der Höhe im Monat von 2.800 Euro. Also das ist schon richtig viel. Der Bauer draußen hat null Stromkosten, weil die Sonne einfach geil ist. Ja, ja, gut, das ist also ökologisch jetzt nicht so toll. Nein. Aber von der Qualität natürlich kriegst du so sonst nicht hin. Nein, ist gar keine Chance. Ja. Ich frage mich immer, man produziert dann so viel, man kann das ja so oft so schlecht einschätzen. Ja, ja. Hat man nicht oft auch nur Überproduktion, wo man vielleicht wieder viel entsorgen muss oder so? Oder wie gehst du damit um? Ja, also das hat man definitiv Überproduktion, weil du musst ja immer vorproduzieren und hoffst, dass halt immer wieder der gleiche Turn kommt. Und dann gibt es aber Monate, wo auf einmal fünf im Jahr Leute kommen und sagen, na, sie brauchen wieder Pflanzen, jetzt
müssen wir eigentlich immer Vorrat produzieren. Wie du aber vorhin gesehen hast im Shop, wir verkaufen wahnsinnig viel große Pflanzen für den Outdoor-Bereich, aber auch für den Indoor-Bereich. Und wir nehmen einfach die Überproduktion her und produzieren damit große Pflanzen, die wir natürlich buschig machen, weil die Leute wollen natürlich buschig. Und die sind dann alle aber schon 6 bis 8 Wochen alt und die werden bei uns extrem gern gekauft. Bist du mit der jetzigen gesetzlichen Lage zufrieden, ja oder nein? Nein. Ich würde sagen zu 80% ja, sonst könnten wir es nicht machen, und zu 20% auch nein. Ja, nein, also zufrieden, man könnte viel mehr verbessern noch, man könnte es viel klarer regeln. Nein. Ist ausbaufähig. Ja, ausbaufähig, nein. Ausbaufähig, nein, okay. Hanf, Zukunft oder Hype? Zukunft. Definitiv Zukunft, definitiv. Ja. Ich glaube, Hanf wird allgemein einfach wieder, so wie es auch früher war, noch in den 20er, 30er Jahren, es wird einfach wieder zurückkommen in unsere Gesellschaft. Zukunft. Zukunft. Hanf in Österreich eher Vorreiter oder Nachzügler? Teils, teils. Also da kann ich kein Ja oder Nein sagen. Teils sind wir definitiv Vorreiter. In der EU würde ich sagen Vorreiter. Teils, teils. Nachzügler. Definitiv Vorreiter. Aromablüten oder pflanzliches Raucherzeugnis? Aromablüten. Beides. Es wird geraucht, also glaube ich, ist das Raucherzeugnis die bessere Wahl. Ich habe halt meine Lieferanten, die mir eigentlich Aromablüten verkaufen. Aromablüten. THC oder CBD? Beides. Man braucht definitiv beides. CBD. Beides. Beides im richtigen Verhältnis. Okay. Medizin oder Urprodukt? Ein Urprodukt kann auch Medizin sein. Medizin. Beides. Es ist Medizin und es ist ein Urprodukt. Medizin. Urprodukt wäre viel, viel besser für alle. Würden wir es leichter tun. Mhm. Medizin haben wir wahrscheinlich wieder genau das gleiche Problem. Es wird einer würde aufspringen von der Pharmaindustrie und alle anderen würden es checken, ah, da kann man richtig Kohle machen. Und auf einmal wäre das alles von uns weg, wir könnten gar niemandem mehr helfen, weil die Pharmaindustrie in Wirklichkeit, die ist nur auf Profit orientiert. Im Falle einer Legalisierung würdest du eher so für Coffeeshops, Social Clubs oder nur in Apotheken, wie würdest du das handhaben? Eigentlich so frei wie möglich, weil alles, was irgendwie reglementiert ist, tun wir uns alle schon wieder schwer, auch zu helfen. Eine Art von Also einfach ein Geschäft, wo man weiß, dass man als Laie, wenn man keine Ahnung hat, einfach richtige Beratung bekommt, das ist wichtig. Wie genau das dann ist, ist egal. Hauptsache es gibt dort Leute, die sich wirklich damit auskennen und die richtige Info einfach an den Mann bringen oder an die Frau. Alles. Für Medizinpatienten die Apotheke, für Commercial User den Social Club. Ja, würde ich auch sagen, Apotheke und Social Clubs und vielleicht exklusive Verkaufsstellen. Alles drei und noch mehr. Social Clubs. Okay. Hast du noch irgendwas Abschließendes zu sagen? Ja, definitiv. Und zwar, ich bin knochenfest und super fest davon überzeugt, dass Hanf die einzige Pflanze ist, die diesen Planeten retten wird. In jeder Facette. Und das wird auch so sein, da bin ich fest davon überzeugt. Also Hanf wird die Welt retten. Ja, ganz wichtig, bleibt euch selber treu, macht immer das so, wie ihr euch das vorgenommen habt. Lasst euch nicht von Geld blenden, das ist ganz wichtig und ja, das ist das Wichtigste eigentlich. Also Hanf ist ja nicht nur eine Pflanze. Hinter jeder Pflanze steht da Energie, ein Geist, eine Intelligenz. Und die Intelligenz von Hanf ist extrem heilsam. Es ist die heilsamste Pflanze dieser Welt. Derzeit nachgewiesen bei ca. 300 Krankheiten wirksam. Ja, und Hanf kann einen Menschen, der noch nie mit Hanf zu tun hat, das Gehirn einmal öffnen und dann wirklich den, wie sie sagen, nach oben öffnen, für die Welt öffnen, das Gehirn wieder aktivieren. Wenn man sie aber dann wieder missbraucht, die Pflanze, dann kann sie einen wieder dämpfen. Das heißt, die Energie von Hanf ist hochintelligent und hochheilsam. Und wenn man sie braucht als Patient, dann wird sie einen schützen und behüten und eben aufbauen und heilen. Und wenn man sie missbraucht, dann dreht es sie an den Hintern. Also Hanf finde ich einfach nur fantastisch. Boah, was die Worte in der Hinsicht, ich kann es nur sagen, bitte seid frei, seid offen für alles. Informiert euch ganz, ganz viel. Also mittlerweile, wir sind echt schon, also schauen uns zwei alten Idioten an, wir sind wirklich schon in der Gesellschaft angekommen, Gott sei Dank, in der Mitte der Gesellschaft. Es ist definitiv nie mehr in einem Schmuddeleck, das kann ich auch sagen.
Aber es wird uns allen gut tun, wenn sich ganz viele Leute informieren würden. Es gibt so viele Kanäle, was die nicht nur irgendwie befangen oder was sind, sondern die wirklich offen und frei über das berichten. Wir versuchen auch in meiner Firma so viel wie möglich aufzuklären. Blends for Friends ist für das offen. Wir versuchen, sofern es im legalen Rahmen ist, das zu machen. Kommt rein, aber bitte, bitte informiert euch ganz, ganz gut über das Thema. Es ist richtig, richtig ein spannendes Thema. Wenn ihr Idee habt, wenn ihr Träume habt, geht das an und folgt ihnen. Da hat er recht damit.